Spa-Francorchamps, das anspruchsvollste 24-Stunden-Rennen für GT3-Rennwagen. Einzigartige Atmosphäre mitten in den belgischen Ardennen und Tradition pur. Es ist einfach noch so eine, wie ich immer sage, so eine alte Strecke noch, die so richtig Charakter hat und macht unheimlich viel Spaß einfach zu fahren. For me, it's about the track. Das Besondere hier ist die Strecke und ihre Geschichte. Und der Kurs ist einfach oldschool. Es ist immer sensationell, hier zu sein und durch die Orange zu fahren. Es gibt keine schönere Kurve auf der Welt. Jede Runde hier in Spa ist fantastisch. Orange, Blanchimont, Stabelot oder La Source. Streckenabschnitte, die nicht nur bei den Rennfahrern für leuchtende Augen sorgen. Eine typische Fahrerstrecke, denn sie erfordert Mut, Konstanz und Konzentration. 24 Stunden lang. Das ist immer besonders, um ein Heimrennen zu haben und vor allem so ein wichtiger wie die 24 Stunden von Spa. Das ist eigentlich, glaube ich, in GT3 ist das größte Rennen ist überhaupt jetzt auf der Welt. Nach dem Doppelsieg 2012 mit dem Audi R8 LMS Ultra gilt es jetzt, diesen Erfolg mit dem modifizierten Auto zu wiederholen. Wir sind alle Kämpfer, wir wissen, wir sind nicht hier und nur um mitzufahren, wir wollen gewinnen. Immer das Beste geben, dann sehen wir, wo wir enden werden. Ja, Podium, alles andere ist, ich meine, we are in it to win it, aber Pokal, das wäre schon traumhaft. Audi tritt 2013 mit insgesamt 7 R8 LMS Ultra an. Die 24-Stunden-Jagd auf der Ardennen-Achterbahn am Samstag ab 16:30 Uhr.